Ja, hallo liebe Leute, Schirmi hier und willkommen zu meiner Guide für den Tempel von Ankiraj oder Ankirai. Ich weiß leider immer noch nicht, wie man das genau ausspricht. Und sind hier gleich direkt beim Eingang noch. Ihr seht hier die ganzen Gegner. Wird sich wieder lohnen, alle umzuhauen, wenn ihr wieder drauf aus seid, entweder Gold zu machen. Ihr droppt natürlich wieder alle random grünen Items und auch random Epics für das Level. Ich pull hier irgendwie gerade nichts. Und zusätzlich könnt ihr in dieser Instanz den Ruf für die Fraktion Brutnot Stormus hochfarmen und auch für den Zirkel des Szenarios gibt es hier Ruf. Ihr seht auch wieder die Kristallskarabäen und was es hier nicht alles gibt, die Götzen und so weiter. Kriegt natürlich auch wieder Schlüssel, wie schon in den Ruinen von Ankirai. Für diese Kisten, die hier überall rumstehen, auch da findet ihr wieder das Karabäen und Götzen drinnen. Diese braucht ihr in dieser Instanz, um das T25-Set zu holen. Auch hier an dieser Stelle wieder ein Link dazu zum Transmog. Hier sind wir auch schon beim ersten Boss. Der kann wieder nichts. Der stirbt einfach viel zu schnell. Ihr seht, normal spaltet er sich hier nochmal. Das schafft er hier sogar. Und dann ist er auch schon tot beim zweiten Hit. Und das war's auch schon mit dem Boss. Auch hier gibt es wieder jede Menge Random Epics und natürlich wieder Pets. Wer hätte es gedacht? Die einzige Classic Instanz, wo keine Pets gibt, sind Ruinen von Ankirai. Hier gibt es wieder insgesamt, ich glaube es sind drei Pets, einmal von Viskidus, also dem komischen Schleim, einmal hier vom ersten Boss und dann auch noch von den Twins. Auch wenn ihr wieder Gold farmen möchtet, da die Pets, vor allem das vom ersten Boss ist nicht viel wert, die Götze ist schon relativ mehr wert, weil sie ein bisschen seltener droppt. Vor allem auf Stufe 25 lässt sich der gut verkaufen und am teuersten ist meistens das Viskidus-Tröpfchen, weil man es nur besiegen kann, wenn man Frostschaden verursacht. Dann seht ihr hier auch, die hier droppen Insignien der Kirai-Lords. Droppt von jedem Boss, den ihr hier besiegt. Wenn ihr den Ruf noch braucht, solltet ihr die auf jeden Fall looten. Weil ihr dafür, glaube ich, 550 Ruf bekommt ihr, wenn ihr nicht gerade Human seid mit dem Rufbonus. Und auch hier ist es wieder wie ein Molten Core, nur dass es dieses Mal nur bis wohlwollend den Ruf von den Trash-Mobs in der Instanz gibt. Wenn ihr so schnell wie möglich hier den Ruf hochbekommen wollt, weil ihr die Sets einfach cool findet zum Moggen, da braucht man nämlich Wohlwollen dafür, um alle Teile zu erhalten, dann solltet ihr vorher zwei komplette Runs machen, also das heißt zwei IDs, zwei Wochen, und dabei alle Götzen looten und diese noch nicht abgeben, weil ihr danach, nach den zwei Runs, normalerweise circa auf freundlich herumgekommen seid mit eurem Ruf. Und dann könnt ihr die Götzen anschließend abgeben, denn wie gesagt, der Ruf, ihr kriegt nachher keinen Ruf mehr vom Trash. Und wenn ihr dann erst die Götzen abgebt, dann habt ihr natürlich alles richtig gemacht und habt zu viel Ruf rausgeholt, wie es nur möglich ist. Dann haben wir hier den nächsten Boss. Auch hier gibt es nichts Besonderes, außer wenn ihr speziellen Loot wollt, je nach Reihenfolge, also je nachdem, welche Boss ihr als letztes killt, die haben jeweils unterschiedliche Loot-Table. Das heißt, solltet ihr im Atlas oder irgendwo ein spezielles Item sehen, das ihr haben wollt, dann müsst ihr euch an die Reihenfolge halten oder drauf schauen, welche Bosse ihr wann töten dürft oder welche halt, besser gesagt, als letztes noch leben darf. Und das wäre es dann auch schon mit dem Boss. Ihr seht, ihr fliegt hier durch die Luft, kann also sein, dass ihr Fallschaden erleidet. Leider darf man ja jetzt nicht mehr den Gleiter in der Luft benutzen. Das gleiche mit dem Herumkicken gilt auch hier für diese Mobs und für die kleinen da vorne. Also hier aufpassen, dass ihr in der Instanz nicht am Fallschaden sterbt. Das wäre so eigentlich die einzige Todesmöglichkeit, die ich hier gerade so sehe. Es ist hier immer viel Laufweg, vor allem in Ankirai, auch im geschmolzenen Kern, im Wegschwingenhort und in Ruinen geht es so einigermaßen, weil du ja immer aufmounten kannst. Ich meine hier auch, aber hier sind halt die Wege dementsprechend lang. Meisten Trash kann man hier skippen. Wenn man also keinen Ruf braucht, dann kann man hier eigentlich so gut wie alles auslassen. Und kann einfach nur sich auf die Bossgegner konzentrieren. Ah, die habe ich jetzt geaddet. Aber die sind ja kein Problem. Sterben ja eh alle an einem Hit. Außer dieses widerspenstige Biest, das hier noch stehen geblieben ist. Und dann haben wir hier den nächsten Boss, auch der kickt euch wieder durch die Gegend, solltet ihr lange brauchen, aber ihr seht, zwei Tastendrücke und auch der ist schon Geschichte. Und genau, das hätte ich noch fast vergessen, hier gibt es auch noch Rezepte für Verzauberungskunst, die sind recht selten, droppen also nicht oft, ihr müsst also ziemlich oft hier rein in die Instanz, um alle zu erhalten.
braucht man eigentlich nicht mehr unbedingt, außer man ist ein Pimp-Twink-Fan. Da sind die Enchants teilweise noch brauchbar. Ansonsten kann man das eigentlich getrost ignorieren oder man ist einfach ein Fan, um alles zu sammeln. Das wäre dann mein Fall, sprich, ich sammle einfach alle Rezepte, die es gibt. Und dann komme ich leider auch nicht drum herum, hier alles zu machen. Aber viele der Rezepte, die hier droppen, könnt ihr aber seit Burning Crusade schon bei Fraktionshändlern in Burning Crusade kaufen, weil sie das damals irgendwie geändert haben. Ich weiß auch nicht aus welchem Grund, aber da wurden manche Rezepte, die hier bei Bossen droppen, einfach an Fraktionshändler teilweise gegeben und können dann auch da gelernt werden, wenn ihr den Ruf habt. Das ist meistens wohlwollend oder respektvoll, ehrfürchtig herum. So, dann haben wir auch schon den nächsten Boss. Ist hier Fangchris. Aber dem kann es sein, wenn ihr nicht so wie ich hier mit ein, zwei Hits tötet, dass er euch einspinnt hier in einen der Ecken. Das ist aber nicht weiter tragisch. Da könnt ihr einfach drauf warten, bis ihr wieder rauskommt und anschließend tötet ihr ihn. Sonst spinnt er euch immer wieder ein und da habt ihr immer so ein kleines Zeitfenster, dass ihr wieder Schaden machen könnt. Dann geht es hier hoch. Ihr seht, hier geht so ein einsamer Weg hoch zu einem optionalen Boss. Der droppt das Pet, von dem ich geredet habe, das Viscidius-Tröpfchen. Das ist am meisten wert von allen. Hat den Grund, dass der Boss nur sterben kann, wenn ihr Frostattacken verursachen könnt. Ihr denkt gerade Paladin vielleicht. Wie soll das gehen? Wenn ihr jetzt in Warlords of Draenor gerade noch am Hochleveln seid, als Allianzler oder Hordler, was auch immer, es gibt einen Ramob. Für Melees ist das jetzt gedacht, also alle Caster wird das nicht so interessieren, und zwar in Draenor im Frostfeuergrad. Gibt es hier in dieser Schlucht, läuft ein Eber herum, der droppt ein Einhandschwert, das verursacht Frostschaden. Ihr seht, ich habe es hier als epische Version. Anlegen eurer Angriffe haben eine Chance, eine Attacke mit Frostschaden auszulösen. Okay, und zusätzlich habe ich noch Todeskälte drauf verzaubert. Der Verzauberungsbrock macht zusätzlich nochmal Frostschaden, damit es schneller geht. So, an dieser Stelle muss ich leider einen kleinen Cut machen. Ich habe das Ganze kurz probiert, muss aber sagen, da ich letztes Urteil gespeckt habe und das leider hier als Heiligschaden gewertet wird, zählt das hier bei dem Boss nicht als Nahkampf. Das heißt, wir müssen hier auf mächtige Siegel skillen und gehen hier anschließend nochmal hin. Damit der Boss hier die Phasen wechselt, wie gesagt, ihr braucht hier das Frostschwert dazu oder generell irgendwas, was Frostschaden verursacht. Glück gehabt, wenn ihr eine Klasse seid, die Frostschaden verursachen kann. Jetzt muss ich ja ein Makro austauschen kurz, Entschuldigung. Dann, sobald ihr genug Frostschaden verursacht habt, das glaube ich sind 10 Hits pro Phase, sprich 30 insgesamt, damit er switcht. Das erkennt ihr daran, dass er die Farbe wechselt und außerdem steht auch noch ein Emote im Chat dann. Aber das sehen wir gleich. Sollte eigentlich relativ schnell gehen. Glück hat man halt, wenn man eine Klasse ist, die Frostschaden verursacht. Wir können jetzt zusätzlich noch unsere Buffs ein bisschen stacken, damit wir hier schneller zuschlagen. Genau, hier seht ihr, das ist Nummer 1, also wir haben 10 Schläge, 10 Frostattacken erfolgreich auf ihm ausgeführt. Dann steht auch im Chat, Viscidius wird langsamer. Anschließend friert er ein, glaube ich, und nachher steht, er ist tiefgefroren. Aber das sehen wir gleich. Genau, jetzt friert er ein. Und sobald er tiefgefroren ist, müsst ihr schauen, dass ihr so schnell und so viele Melee-Hits wie möglich raushaut. Deswegen specken wir hier am besten auch das Siegel der Rechtschaffenheit, weil unser Tempo erhöht wird dadurch. Damit wir nachher einfach die Melee-Hits zustande bringen, damit er zersplittert, weil auch da brauchen wir wieder eine gewisse Anzahl, wie gesagt. Das werden wir gleich sehen. Müsst ihr jeden Moment komplett tief frieren. Genau jetzt. Jetzt geht es einfach nur darum, genug Melee-Hits anzubringen, damit er hier die Phase switcht. Ich hoffe, dieses Mal geht sich's aus. Müsste eigentlich, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie viele Hits man hier jetzt braucht. Das ist so leider gerade mein Problem. Ist kurz davor zu zerspringen. Schauen wir mal, ob sich's ausgeht jetzt. Genau, und da geht er auch schon down. Das war's dann auch mit dem Boss. Hier kriegt er eine Bindung. Das ist einmal für die Stiefel oder für die Schultern vom T25 Set. Zusätzlich dazu braucht ihr dann diese Götzen und die Skarabäen.
um das Set zu holen. Das Set könnte ich hier in der Instanz direkt holen, am Eingang, wo er... Ich weiß nicht, kann man da mit der Karte jetzt irgendwie da rausgehen? Tempel, Höhle. Ich glaube, das war die Tempel, oder? Genau, hier geht's rein. Also ist hier circa der Händler. Wenn ihr hier reingeht, dann steht hier circa der Händler, sage ich, der Questgeber, weil das kriegt ihr nur über eine Quest. Und könnt es da dann umtauschen. Wie gesagt, ihr braucht auch den Ruf dafür. Ihr müsst mindestens wohlwollend erreicht haben, um alle Setteile zu holen. Auch das Abgeben der Quests für die Setteile gibt nochmal einen Ruf. Also, falls ihr da ein bisschen zu wenig habt. Ihr könnt auch hier die Quest-NPCs vor allem, Quest-NPCs sage ich schon, die NPCs hier in der Instanz, vor allem dieses Skorpione und vorne dann die paar Gruppen vor der Prinzessin killen. Die droppen auch eine Quest oder können eine Quest droppen, die auch Ruf für Brutnot Stormo gibt. Ansonsten könnt ihr, wenn ihr das alles nicht mehr braucht, wie ich hier, einfach alles skippen, wieder den Rest. Könnt ihr einfach schön an der Wand entlang laufen. Die patrouillieren hier ziemlich blöd rum, würde ich mal sagen. Es lohnt hier mehr, die ganzen Gruppen einzeln zu machen, als zusammenzuziehen, da die meistens auch noch einen Slow auf euch setzen und euch durch die Gegend kicken. Nervt also ein bisschen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, hier alle Gruppen einzeln umzuhauen. Hier hört man auch im Hintergrund immer Zitun reden. Ziemlich fies. Er sagt, meine Freunde werden sich alle von mir abwenden. Das habe ich auch vergessen, hier wieder auf meine Waffe zu wechseln. Die haben wir hier. Das war allerdings auch schon wieder ein Boss. Hat man auch wieder fast nicht gemerkt. Wie gesagt, nicht vergessen, wenn ihr den Hof braucht, die Insignien der Bosse zu looten. Das passiert irgendwie immer jedem, dass er irgendwo eine Insignie liegen lässt. Vor allem vorne bei den Imperatoren, bei den Zwillingsimperatoren, droppen zwei Insignien. Das heißt, ihr müsst in jeden einmal reinlooten. Meistens greift nämlich der automatische Loot, also wo ihr mehr Lootradius habt, halt nicht bei dem Boss. Hier solltet ihr normalerweise vorher diese ganzen Patrouillen hier killen, also alle Verteidiger. Müsst ihr aber auf Level 100 nicht mehr unbedingt, weil sie kommen dann zwar im Fight, im Bosskampf, sollte aber kein Problem mehr sein auf Level 100. Werdet das eh gleich sehen, sobald ich die zwei attackiere. Auch die haben wieder nur 1 Million HP, ist eigentlich so gut wie wieder ein One-Hit. Es gibt einen Bug, dass wenn man ihn killt, dass der andere despawnt. Ich habe auch schon mal ein Ticket dazu geschrieben. Der Game hat mir dann aber mitgeteilt, dass ich anscheinend den anderen Boss nie getötet hätte und er da auch nichts machen kann. Ja, ist jetzt auch nicht so tragisch. Ihr seht, hier kommen nochmal alle rein. Auch die Skorpione attackieren uns dann nochmal. Und das war es dann auch schon mit den zwei Bossen. Ihr seht, teilt sich der Loot hier nicht unbedingt. Auch nach wie vor, der Buff wurde hier nicht runterskaliert. Ihr seht, der tickt relativ hart eigentlich mit den 2000 Schaden. Also vor allem, wenn ihr das wieder mit Twinks machen wollt auf Level 60. Bisschen aufpassen. Hier seht ihr auch schon, gehört sich das Anubisat. Oder Anubisat. Ist mehr oder weniger das zweitwertvollste Bett, würde ich sagen. Viskidius Tröpfchen ist ein bisschen mehr wert. Muss mir hier diese Debuffs runterbabeln, sonst kann ich nicht aufmounten. Lohnt sich auch wieder das Ding im Auktionshaus zu verticken oder selber zu behalten, je nachdem. Mein Interface scheint hier zu buggen und nichts anzuzeigen. Lernen wir hier mal das Mount in der Zwischenzeit. Die Mobs sind ein bisschen nervig. Wenn ihr Ruf braucht, umhauen auf jeden Fall. Ansonsten stören die ein wenig, weil sie euch immer durch die Gegend vieren. Selbst wenn ihr sie one-hittet, kann es sein, dass ihr noch den 8 oder ich glaube 8 Sekunden 4 ist es, was ihr da abkriegt. Ist ein bisschen störend, muss nicht unbedingt zwingend sein, wenn ihr mich fragt. Also ich skippe hier immer lieber alles. Da, hier steht einfach nur wieder Massive Trash. Hier gibt es wieder einen optionalen Boss. Müsst ihr auch nicht unbedingt machen, wenn ihr von dem nichts braucht. Hier wird es die... Ups, haben wir gepult. Hier wird es die T-Hosen, also die T25 Hosen-Tukens geben von dem Boss. Solltet ihr also machen, wenn ihr noch das T25-Set haben wollt oder generell Ruf, weil er droppt wie alle Bosse hier wieder eine Insignie. Werdet ihr ihn hier vorerst nicht sehen, das ist ein Wurm, der gräbt sich hier vorne, sieht man schon das kleine Häufchen, gräbt er sich rum. Das einzige Ding, das ihr hier machen solltet, wenn ihr ihn nicht gerade one-hittet, er taucht hier auf, wird euch dann gleich mal zurückwerfen. Genau. Dabei solltet ihr schnellstmöglich wieder zum Boss ranlaufen, sonst zögert ihr den Bosskampf ewig raus, weil er dann untertaucht, wenn ihr zu weit oder zu lange von ihm wegsteht.
Und dann fährt euch einfach nur so ein Erdhaufen die ganze Zeit hinten nach und verursacht ein bisschen Schaden. Das macht auch, glaube ich, maximal 19 pro Tick oder so. Ja, es nervt einfach nur, weil er halt dann, glaube ich, knappe 30 Sekunden untertaucht. Ansonsten kann auch der nichts Besonderes. Dass die hier so eine Aggro-Range haben für das Level. Beeindruckend. Das heißt, ich komme wahrscheinlich da oben jetzt auch nicht einfach so vorbei. Uäh. Nee, das wäre gerade zu schön gewesen, um wahr zu sein. Genau, dann geht es hier weiter hoch. Zum Endboss, zum guten Herr Zitun. Einfach hier im Kreis hinauflaufen. Der Boss wird auch alles genervt, das heißt, es gibt absolut nichts mehr, woran ihr hier sterben könntet, sollt ihr das Maximallevel haben. Auch für Twinks ist das hier, also wenn ihr Level 60 das Ganze raidet, ist das auch nicht mehr sonderlich schwer. Es wurde ja alles so hart genervt, dass das hier alles keinen Schaden mehr macht in der Instanz. Das Einzige, was Schaden macht, ist der vorher gezeigte Debuff von den Trash-Mobs vor den Twins. Ansonsten war es das eigentlich. Und hier haben wir ihn auch schon, den Endboss in der ersten Phase, 600.000 HP. Jau die einfach drauf. Und da ist er auch schon tot in der ersten Phase. Dann taucht er hier nochmal unter und taucht mit so einer Schutzhülle oder was das sein soll, nochmal auf. Ihr seht, er leidet hier fast keinen Schaden. Macht also wenig Sinn, hier einfach durchzurotzen. Das dauert einfach zu lange. Ist einfach schlauer, kurz zu warten. Er wird euch dann nach unten ziehen, genau jetzt passiert das Ganze. Dann müsst ihr hier einmal die zwei Tentakel töten. Wenn die tot sind, stellt ihr euch einfach hier hin. Dann seht ihr hier diesen Erdhaufen, wartet kurz, werdet wieder nach oben katapultiert. Dann leuchtet Zetun violett. Das ist das Zeichen, dass ihr jetzt vollen Schaden kriegt. Und anschließend könnt ihr auch den töten. Und das war's auch mit der Instanz wieder. Zusätzlich, wenn ihr Ruf braucht, natürlich, es lohnt sich hier wieder das Banner zu stellen, vor allem bei Zetun, weil ihr hier am meisten Ruf bekommt. Ich glaube, es sind fast 2.500 oder 3.000 Ruf. Ja, ansonsten war es das wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.